Gut. Dann. Wow. Typ. Was geht ab bei dir, ey? Kannst du mal nicht. Mach doch mal die Augen auf beim Fahren, ey. Du hättest uns beinahe überfahren, ey. Dann wäre die Menschheit am Arsch gewesen, ja? Wir sind die Retter der Welt. Hallo, meine Friendos, und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Beim letzten Mal haben wir Archibald den Chaoten besiegt in einer kleinen Nebenmission und haben noch ein paar andere Nebenmissionen gemacht, also eine. Und wollen jetzt Miranium abgeben. Und ich habe noch ein paar Dinge rausgefunden, wie ihr seht. Ich bin anders gekleidet. Emma hat ihre alte Hose wieder zurück. Aber die Werte haben wir behalten, denn wir können tatsächlich Missionen, natürlich bei Missionen. Bei der Ausrüstung können wir nicht nur einfach die Ausrüstung ändern. Seht, ich habe hier eigentlich immer noch die alte Ausrüstung. Aber man kann, wenn man X drückt, kriegt man auch ein Untermenü. Und man kann hier die Erscheinung ändern. Und da habe ich jetzt zum Beispiel die günstige Jacke angelegt. Das Headset, damit ich halt nicht so einen Scouter habe. Und na, eine Hose. Die, ja, das sieht zusammen ganz stylisch aus. So einigermaßen. Ja, und wir können auch jederzeit hier zum Beispiel hier Ausrüstung ansehen. Dann können wir ansehen, was wir gerade tatsächlich anhaben. Und Erscheinung ansehen. Dann sehen wir halt das, wie wir gerade aussehen. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir können ja einfach die ganzen Bonis mitnehmen, aber unser Aussehen quasi behalten oder ein ganz anderes Aussehen haben, was einfach besser aussieht. Das gab es im alten Teil nicht und das finde ich extrem geil. Ja, nice. Gut, dann geben wir mal Miranium ab. Genau. 700 Einheiten haben wir alles. Abliefern. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zusammenarbeiten können. Aber natürlich, bestimmt. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Ja gut. Was? Maximal KP 2? Was ist das? Ist das? Was ist das, so eine Erweiterung, die wir auf Rüstung kleben können? Könnte sein. Müssen wir uns später mal angucken. Was ich noch gerade gucken will. Ja, okay. Meranium wird dann tatsächlich verbraucht, wenn wir das abgeben. Gut. Dann haben wir wenigstens nicht mehr Maximum. Und der nächste Typi ist direkt hier nebenan. Der wollte 2000, oder die wollte 1200. Blablabla. Das muss doch das hier, genau. Richtig. Alles klar. Sehr nice. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Günstiges Tanktop. Orange. Cool. Später mal ansehen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht unbedingt jetzt. Gut. Dann. Wow. Typ. Was geht ab bei dir, ey? Kannst du mal nicht. Mach doch mal die Augen auf beim Fahren, ey. Du hättest uns beinahe überfahren, ey. Dann wäre die Menschheit am Arsch gewesen, ja? Wir sind die Retter der Welt. Also, eigentlich nicht. Wir sind nur ein paar Typis bei Blade, aber naja. Wir machen wichtige Aufgaben, ja? Also, lass uns. Gut, ich mache mal eine Schnellreise. Ich muss nun gerade das richtige Gebiet finden. Ne, gerade hier. Genau. So, Raster einschalten. Ja. Und ranzoomen vielleicht. Genau. Gut, was wollte ich überhaupt machen? Also, ich wollte eventuell mir vielleicht noch ein bisschen was kaufen. Vielleicht neue Waffen oder so. Kann ja nicht schaden, weil ich habe ja gerade nur die Anfangswaffen für meine Klasse, für meine neue Klasse. Könnten ja neue Waffen eigentlich nicht schaden. Oder? Genau, ich wollte noch was anderes gucken, das mache ich gleich mal. Aber erstmal Ausrüstung, so. So, Pistolen haben wir ja welche. Wir haben auch ganz viele neue gefunden. Die können wir nur leider noch nicht tragen, weil unser Level noch nicht hoch genug ist, aber das kommt noch, das kommt noch, kommt noch. Gucken wir erstmal hier bei Klingen. Holy shit! Okay, die sehen krass aus. Die sehen ein bisschen aus wie Stöckelschuhe auch, aber okay. Ja, geil! So zwei Katanas. Das ist ja nice. Und die kann man ja auch für was aussehen benutzen, ne? Oder? Nee, das ging nicht. Ich glaube, Waffen ging nicht, ne? Genau. Die sind aber tatsächlich. Das
sogar ein bisschen schlechter als unsere gerade. Obwohl Autoangriff ist ein bisschen schneller. Oh. Schade, die sehen so geil aus. Verdammt. Die sehen irgendwie lame aus. Die sind viel besser, aber... Wie wär's mit denen? Können wir uns leisten. Können wir auch tragen. 24 Schaden. Und weniger Stabilität. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das bedeutet. Plus minus 10 und plus minus 5. Warum plus minus 10 schlechter ist. Ich habe keine Ahnung. Ich check das nicht ganz. SP-Gewinn ist weniger. Was geht? SP-Gewinn haben wir echt viel bei den anderen. 72 fällt auf 36. Also SP ist unterwichtig. Ich weiß nicht genau, wo was. Also SP-Techniken verbrauchen SP, das habe ich jetzt gesehen. Und ich schätze auch, wir brauchen es fürs Wiederbeleben. Wie ich es bisher verstanden habe. Boah, die sind jetzt extrem teuer. Boah, sind Level 20, ja, das ist noch Zukunftsmusik. Also ein schönen Lila, wäre auch cool. Aber okay, wollen wir mal nicht übertreiben, ne? Sollen wir uns die holen? SP-Gewinn ist halt... Ja, das ist. Nahkampf Laser 2 runter. Okay, was auch immer das bedeutet. Aber genau, Laser, da kann ich euch gleich noch was zeigen. Ich habe nämlich herausgefunden, was die ganzen Attributresistenzen sind. Ja, ich informiere euch zwischen den Parts. Keine Sorge, keine Sorge. Ja, das ist die Frage. Die sind sogar besser. Autoangriff ist langsamer, weniger Stabilität, aber sehr viel mehr Angriff. Sehr viel mehr Angriff und SP-Gewinn bleibt mit 72, das ist natürlich geil. Sie sehen nämlich doch schön aus, also sie sehen auch ganz in Ordnung aus. Aber, ja, die sehen cool aus. Aber okay, man muss ja auch irgendwie besser sein. Ich glaube, dann hole ich mir das, oder? Oder natürlich. Ist doppelt so viel Schaden, ja? Warum eigentlich nicht? Na komm, kaufen und ausrüsten. Warum eigentlich nicht? So, soll ich auch mal für die anderen einkaufen? Ich weiß nicht genau. Was hat die gerade so für Schwerter? Die hat auch so schwache wie wir. Theoretisch auch nochmal die holen, aber finde es natürlich auch nicht übertreiben. Ich bin halt sehr sparsam, was das angeht. Ich meine, wir steigen ja auch Level und dann können wir auch krassere Sachen tragen. Ich meine, hier 20.000, holy shit, so viel Geld müssen wir erstmal haben. Bisher, ja, ich investiere erstmal in den Hauptcharakter, ne? Quasi. Die anderen kommen ja ganz gut zurecht eigentlich, bisher. Okay, einmal ist verdeckt, aber... Naja! Lassen wir es erstmal so, okay? Dann können wir nochmal kurz gucken, ob wir den Auto noch weiter aufwärmen können gerade. Ja, wir haben jetzt ein paar neue Sachen. Oh ja, nice. Okay. Serie leichte Ausrüstung. Gravitresistenz vom Feinsten. Dafür steht diese Serie von Sakuraba Industries. Auf die gewohnte Qualität in puncto physischer Resistenz können Kunden natürlich weiterhin zählen. Okay. Also haben wir neue Sachen freigeschaltet, die wir kaufen können? Oh. Serie Gewehr 3. Sakurabas fortschrittliche Strahlentechnologie macht das Unmögliche möglich. Ich denke mal, das können wir dann einfach kaufen. So, Messer 3. Das sieht cool aus, aber ist halt nur ein einzelnes. Können wir keiner von uns gebrauchen. Sniper 2. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie das steigt, aber ich schätze mal einfach, wenn wir die Sachen tragen und vielleicht auch damit kämpfen. Von den verschiedenen Firmen. Und die sowas wahrscheinlich. So, hier ist weiter nichts passiert. Davon haben wir einfach noch gar nichts. Wir sind einfach voll die Sakuraba-Typis. Aber okay. Ich habe aber jetzt gesehen, wie man Erweiterungen anwählen kann. Das geht übrigens auch über das... über dieses Untermenü. Wenn wir jetzt mal X drücken,
Erweiterung montieren können wir hier einfach. Und dann können wir hier, haben wir leere Schnittstellen und da können wir was anlegen. Zum Beispiel auch unsere Pistolen oder so, aber ich glaube, da haben wir noch nichts, oder? Moment. Moment mal. Das gucke ich auch mal gerade nach. Genau, wir haben tatsächlich was. Wir haben was bekommen, nämlich. Da dachte ich mir schon, was sowas ist. Ja, Nahkampftreffer 2. Das könnten wir vielleicht nicht unbedingt auf die Pistolen, aber vielleicht auf die Titanklingen. Ne, können wir nicht. Mist, die hat keine leeren Slots. Na, hier steht auch leere Schnittstelle. Macht das einen Unterschied? Also, ist das egal, ob wir das jetzt auf die Pistolen. Bringt das trotzdem was? Ich denke eigentlich schon. Obwohl, ne, wechseln ja zwischen den Waffen, die bei den Pistolen. Mit Pistolen angreifen, das bringt uns in den Nahkampf. Ich glaube nicht, was dann auf Schwert übertragen wird. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Ich denke nicht. Aber vielleicht können unsere anderen Charaktere das gebrochen. Kleinen Slot. Nö, fehlt auch nicht. Nee, okay. Okay. Dann, ja, auf jeden Fall haben wir schon mal so ein Ding. Kann ja nicht schaden. Gut, genau, und unser Typ hier hat uns mal den Tipp gegeben, wegen dem Mechanik-Level mal zu gucken, bei Eleonora. Wo stand die nochmal rum? Ich habe die irgendwo gesehen, wo ich geschnitten habe. Ich glaube, Moment, ich bin hier völlig falsch. Wo war denn das? Wo ist das Missionsterminal? Da. Da ist Eleonora. Also, ich versuche mit dir zu reden. Fragen. Wie bitte, du sollst Nelsons verschollenes Team finden? Aber du hast doch gerade erst dein Training abgeschlossen. Wenn er dir das zutraut, muss Kommandant Vandam große Stücke auf dich halten. Der Mann verlangt viel von seinen Blades, aber er schafft es immer, die richtigen Leute mit den richtigen Aufgaben zu betrauen. Als wir das letzte Mal Kontakt zu ihnen hatten, war Nelsons Team im Südosten von Primordia. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Suche. Ach übrigens, uns macht es nichts aus, wenn Blades mehrere Missionen gleichzeitig annehmen. Wirf doch ruhig einen Blick auf das Missionsterminal, wenn du willst. Ja, ich mache ja mal schon eine Mission. Gut. Also der meinte irgendwas von wegen unserem Talenten, also hier Mechanik und sowas. Oh, wir haben ganz viele neue Missionen, die aktualisieren sich scheinbar ständig. Schwierigkeit 2, Schwierigkeit 3, holy shit. Ich weiß gar nicht, wie viel ich auf einmal annehmen kann. Ich nehme die einfach nochmal alle an. Dann kannst du nicht. Die machen wir jetzt nicht alle. Keine Sorge. Also auch nicht jetzt unbedingt, vielleicht später nochmal ein paar. Also ich werde jetzt nicht unbedingt meinen Fokus darauf legen. Außer das sind so Standardmissionen, die sind, glaube ich, ein bisschen wichtiger, wie gesagt. Ich kann ja kurz gucken nochmal in die Mission. So gut, aber wir haben nur die beiden Standardmissionen. So, die eine kann ich ja. Genau, die wollte ich ja abgeben. Gerade mal markieren. Dann können wir das auch gerade mal erledigen. Die war hier und wo genau nochmal. Wow! Wow, wir sind auf dem Mond! Na, hier. Steht doch hier. Achso, Moment, nee, das ist die falsche Mission. Was laber ich denn da? Das ist die völlig falsche Person. Eine war ja da hinten. Die Mission, wo ich gerade hin wollte, die steht da noch offen. Die wollte ich nämlich als nächstes machen und danach die Hauptmission. Indeed. So, genau, du bist es. Die Installation ist abgeschlossen und zack. An den Knotenpunkten arbeiten jetzt Fördersonden. Du lernst schnell. Vermutlich sieht Nagi deshalb Potenzial in dir. Kirsty soll ruhig wissen, wie kinderleicht das war. Ja. Ja, nee, ist klar. Ist die Aussicht schön da oben auf deinem hohen Ross? Ja, ist es. Na jedenfalls, versuch später mal auf deinem Com-Gerät in den Frontier-Nav-Modus zu wechseln. Dann sollst du Knotenpunkte sehen, die rot umrandet und mit einer Linie verbunden sind. Das ist eine Dreierkette. Was bedeutet, dass der Effekt jeder dieser Sonden um 30% verstärkt wird? Okay.
Wenn du jetzt zum Beispiel 5 benachbarte Knotenpunkte mit der gleichen Sonde ausstattest, wird der Effekt um 50% stärker. Eine 8er-Kette bringt dir 80% und so weiter und so fort. Ich verstehe. Je mehr typengleiche Sonden in benachbarten Knotenpunkten zusammenwirken, umso besser wird das Frontiernav und umso leichter wird deine Arbeit. Kompliziert? Nicht kompliziert? Hast du verstanden, worauf ich hinaus will? Ja. Gelehrige Schüler habe ich gern. So, und damit wären wir auch schon am Ende deines ersten Auftrags angelangt. Als Belohnung schenke ich dir eine Forschungssonde, dass du mir nachher nicht herum erzählst, ich sei geizig. Gratis bekommst du von mir auch gleich noch einen weiteren Auftrag, inklusive hilfreicher Erläuterung. Wir machen es so wie beim letzten Mal. Ich zeige dir einen neuen Frontiernav-Knotenpunkt, du machst ihn ausfindig und installierst vor Ort eine Datensonde. Dann nimmst du dein COM-Gerät und rüstest die Datensonde auf, und zwar diesmal zu einer Forschungssonde. Und wo du schon dabei bist, kannst du direkt noch einen Geheimpunkt ansehen, der sich in derselben Gegend befinden soll, die Steinkesselhöhle. Viel Glück! Okay. Also haben wir tatsächlich einfach die Mission erweitert, quasi. Okay, okay. Warum nicht? Können wir ja irgendwann machen. Ich übernehme jetzt. Später, später. Kann man jetzt eigentlich hier was machen? Ich denke immer noch nicht. Nö. Immer noch in Wartung. Gar kein Problem. Alles easy, alles easy. So, gut. Dann würde ich sagen, wir begeben uns zu unserem nächsten Ziel. Ich mache einfach eine Schnellreise, das geht ein bisschen schneller. Ich muss dann auf die Oberwelt. Und dann, da ist das, dann... Dann porte ich mich mal hier hin. So. So, ich hoffe, das schaffen wir noch in dem Part. Ich habe natürlich keine Ahnung. Aber es wäre empfehlenswert. Irgendwie, weil eigentlich wollte ich ja im nächsten Part mit der Hauptmission weitermachen. Holy shit! Das ist einfach wieder dieses krasse Vieh auf Level 55. Das sollten wir lieber umgehen. Lieber umgehen. Das klatscht uns einfach um. Und dann sind wir Geschichte. Einfach so, könnt ihr das glauben? Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Genau, ich wollte nochmal wegen dem Mond gucken. Das ist echt interessant, wie viele Monde wir haben. Wir haben hier einen kleinen, etwas größeren, einen riesigen Mond. Einen riesigen, so richtig riesig. Da haben wir noch einen etwas größeren. Und da nochmal einen kleineren. Also, holy shit, holy shit. Wir haben einfach 5 Monde. Warum eigentlich nicht? Ich meine, sieht schön aus. Ne? Kann ich mich nicht beschweren. Besonders der hier mit den roten komischen Dingern da. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Nordgebiet! Alles klar, alles klar. Sehr schön, sehr schön. Aber da können wir noch keine Schnellreise machen. Also, ich weiß nicht, was wir genau für Bedingungen erfüllen müssen, um eine Schnellreise zu einem bestimmten Gebiet zu machen zu können. Aber hier können wir es nicht, obwohl wir es entdeckt haben. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, Leute. Aber da vorne ist unser Ziel. Da vorne ist unser Ziel. Und das noch mal so ein Riesenvieh. Was ist da hinten eigentlich? Ein komisches Rad. What the fuck ist das? Ein Bruchstück? Holy shit. Also ich glaube tatsächlich, der Blitz ist, dass die auf Geräusche reagieren muss. Das heißt, wir sind weit genug weg. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Und ihr Viecher? Ja, ihr seid ganz... Ist halt nicht so stark, aber... Naja, sind halt sehr viele, ne? Ach, guck mal hier. Wir sind Monster, die wir killen können. Das ist jetzt nicht um die Hauptmission. Da müssen wir mit dem reden, aber die können wir gerade mal klatschen. Okay, es sind 3 Stück, Level 12. Ich hoffe, die greifen nicht alle auf einmal an. Könnte das vielleicht ein bisschen schwierig werden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir einfach mal. So. Bam! Schön Charme einhauen. Ja, ich würde gerne von hinten. Mist. Rückseite kann verpassen. Die sind auch so klein. Ich muss einfach da zu treffen. Ich bin paralysiert oder sowas. Was war das Stand gerade? Bin mir nicht ganz sicher. Von der Seite. Zack, zack, zack. Platz. Nice, nice. Und da liegt es am Boden. Da liegt es am Boden. Was?
Das ist doch easy, das kriegen wir alles hin. Oh, ich stärke uns mal ein bisschen. Dann geht hier auf die Messer. Da machen wir extrem viel Schaden. Auch mit normalen Angriffen. Also extrem viel Schaden, ja, also wir machen ganz ordentlich Schaden. Ne? Gut, gut. Rang aufgestiegen, sehr schön. Wir haben eine neue Technik. Sehr nice. Dann komm mal runter hier. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Einfach scheinbar wieder so ein kleiner Buff. Ja. Gut. Setzen wir sie noch ein. Und schlagen drauf. Gut. Kann man sich nebenbei immer mal wieder aktivieren. Ist keine SP-Technik, das heißt, die verbraucht sogar kein SP. Wenn ich es richtig verstehe. Das ist natürlich wunderschön. I hit hard. Oh ja, das tust du. Oh, so ist warum. Warte. Die Attacke sieht so cool aus. Wow. Übelster Lichtblitz. Von wem kommt die Attacke eigentlich? Kannst du jetzt nicht genau sehen. Kannst du von ihm sogar? Blitzschelle hat er gerade gemacht? Keine Ahnung. Ach genau, ich wollte die Elemente, die Resistenzen kurz zeigen. Hatte ich gerade vergessen. Soldaten-Tuerno. Okay. Warum nicht? Genau. Team-Status einfach mal. Und, ja. Hier war ich ja eigentlich schon mal drin. Aber da unten stehen noch die Resistenzen. Also physische Resistenz, Ether-Resistenz. Also Ether. Ist übrigens interessant, was die Ether beibehalten haben vom alten Spiel. Ether sind halt, sind quasi Magie-Attacken, sag ich mal. Also ich schätze auch einfach mal alle möglichen SP-Angriffe. Und die sowas. Elektroresistenz, konnte man sich schon denken. Und Laserresistenz, das ist interessant. Ich habe auch mal irgendwo gesehen, es gibt so Laserwaffen. Nee, stimmt. Bei den Klassen. Irgendeine Klasse war auf Laserwaffen spezialisiert. Das ist ganz cool. Also es gibt Laserwaffen und sowas und ja. Thermoresistenz ist halt Feuer, ne? Und Gravitresistenz habe ich keine Ahnung. Scheint irgendwas Besonderes zu sein, weil wir gerade auch nicht viel davon haben. Also irgendwas übelst krasses, denke ich. Aber werden wir vielleicht irgendwann erfahren. Gut, so viel dazu. Kleiner Exkurs nochmal. Der Part ist schon fast zu Ende, aber ich würde sagen, das Vieh klatschen wir um. Wie viel? Können wir so natürlich gar nicht nachgucken. Nee, egal. Das klatschen wir noch schnell um. Natürlich vorbei. Ist auch sehr schön. So lange es noch Nacht ist. Weil es sieht so aus, wenn die Nacht aktiv irgendwie. Keine Ahnung. Kommt mir so vor. Bin nicht ganz sicher, aber könnte sein. Weil die so am Baum hingen irgendwie, so wie Fledermäuse quasi. Aber ich konnte mich natürlich auch irren. Bin nicht ganz sicher. Ist zwar nicht für die Rückseite, aber ist nicht so schlimm. Also nur ein bisschen kritischer Schaden. Kann ja auch nicht schaden, ne? Und ist gleich down. Das war's. Mission ist aber noch nicht abgeschlossen. Schade. Aber okay. Dann würde ich sagen, ich beende hier den Part und den nächsten Part widmen wir uns mal dieser Mission hier. Und ja. Vielleicht warte ich auch sogar noch bis zum nächsten Part ein bisschen offscreen, damit die Viecher respawnen, wenn die das dann tun, wenn wir hier in der Nähe stehen. Dann können wir die Mission auch noch beenden. Das wäre ganz cool. Aber sehen wir dann. Ne, seht ihr dann. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.